Heute möchte ich euch vor ganz was Bösem warnen. Die Gefahr von billigen Fusel und von Saranoff. Von Svenas. Ja, ich dachte, was tut denn weiter? Entschuldigung. Ja? Zaroff. Nicht Saranoff. Ja gut, dann danke für den Hinweis, weil so seht ihr das Ganze noch 20 Minuten weitergemacht. Gut, tschüss! Awkward. Aber egal, es gibt ja Dinge, die sind auch wirklich, wirklich awkward. Weil zum Beispiel durch einen Wald verfolgt werden von einem Geistesgestörten, der nichts anderes im Sinne hat, als einen umzubringen und dann nachher irgendwie mit Fotos zu posieren. Das ist offensichtlich etwas, was gefährdete Tierarten in Afrika oder anderen Ländern jeden Tag erleben. Aber dass das die klassische Jagd auf den Menschen veranstaltet wird, das ist durchaus eine Seltenheit. Sei es Ice-T in Surviving the Game oder noch besser natürlich Jean-Claude Van Damme in dem absoluten John Woo-Kultklassiker Harte Ziele. Menschenjagd ist in Filmen immer ein fantastisches und faszinierendes Thema. Interessant ist in diesem Fall allerdings überhaupt nur, woher dieses Thema eigentlich kommt. Und damit landen wir beim Film, den wir uns heute im Blu-ray-Check näher anschauen. Die Anfänge des Menschenjagdfilms. Verzeihung, doch etwas zu viel Luft geschluckt vorher. Die Anfänge des Menschenjagdfilms liegen nämlich zurück bis ins Jahr 1932. Und wer jetzt schnell den Taschenrechner rausholt, der könnte mitbekommen, dass das 87 Jahre her ist. Also quasi müsste man mein Alter mal 3 multiplizieren, um überhaupt noch ansatzweise älter zu sein als das. Das übrigens, liebe Grüße, war der sinnloseste Vergleich, den ich auf diesem Kanal jemals gemacht habe. Anyways, Graf Zaroff ist ein Actionfilm aus dem Jahr 1932, der aus ganz vielen verschiedenen Gründen absolut faszinierend ist. Nicht nur, weil er eben der erste Menschenjagdfilm ever ist, sondern weil er außerdem gleichzeitig back-to-back mit dem Kultklassiker King Kong aus dem Jahr 1933 gedreht wurde. So hat den Film beispielsweise auch derselbe Regisseur Ernest B. Schoedsack gedreht, die Hauptdarstellerin Faye Ray tritt in beiden Filmen auf und außerdem haben sie, nachdem sie den Film back-to-back gedreht haben, es geht immer noch weiter, natürlich auch dieselben Orte und Kulissen verwendet. Ursprünglich war übrigens geplant, dass Graf Zaroff und King Kong als Double Feature in die Kinos kommen. Das wurde dann allerdings womöglich aufgrund der für damalige Verhältnisse relativ bedenklichen Komponenten in Graf Zaroff wieder abgesehen. Der Film ist mit einer Laufzeit von... Ich hätte mir den Anfangsgag echt besser überlegen sollen. Ist mit einer Laufzeit von 63 Minuten absolut knackig inszeniert, was so weit geht, dass in der Anfangssequenz des Films einfach bei einem Schauspieler mal mitten ein Satz abgebrochen wird und direkt zur nächsten Szene überblendet wird, weil wir wollen ja keine Zeit verschwenden. So erzählt uns die Geschichte, dass ein Schiffbrüchiger auf einer Insel landet und dort dann eben in diese Menschenjagd von den Graf Zaroff hineinkommt. Interessanterweise hat Zaroff einen besoffenen, sagen wir mal, Diener, der eben tatsächlich komplett sturzbesoffen dargestellt wird, den ganzen Film, was eben für damalige Hollywood-Verhältnisse auch sehr ungewöhnlich ist. Damals wurde quasi Rauchen, Trinken und so weiter einfach nur verharmlost und einfach quasi, das ist übrigens Apfelsaft, als das dargestellt, was gesellschaftlich absolut anerkannt und normal ist, aber eben so tatsächlich sie allgleich so herumliegt, macht, das ist schon irgendwie etwas Besonderes. Was für mich allerdings auch absolut besonders ist, ist, wie rasant der Film inszeniert wird. Man glaubt kaum, mit welchem Erzähltempo
und mit welchem rasanten Tempo der Film teilweise vonstatten geht. Der Film ist spannend, mehr oder weniger von der ersten bis zur letzten Minute. Die dramatische Musik, die unglaubliche Kameratechnik, die da dahinter steckt, darf man nicht vergessen, weil heutzutage kann man natürlich mittlerweile schon Kinofilme mit Handys drehen. Damals allerdings hatte man noch tonnenschwere Apparate und für die damaligen Verhältnisse hat man sich da kameratechnisch wirklich ins Zeug gelegt. Graf Zaroff ist auch heute noch ein unglaublich spannender, unglaublich sehenswerter Film. Nicht nur in seinem historischen Connex, sondern auch, weil er wirklich spannend ist und wirklich unterhalten kann. Nach Deutschland kam der Film zum allerersten Mal im Jahr 1976, wo er dann auch deutsch synchronisiert wurde. Es gibt bereits einige DVD-Veröffentlichungen, aber Wicked Vision hat jetzt, und mit jetzt meine ich so, naja, so um jetzt herum, die deutsche Blu-ray-Premiere des Films veröffentlicht. Ursprünglich hätte der Film bereits Ende Juni 2019 erscheinen sollen, da lag allerdings ein Produktionsfehler vor, wodurch beim Wendecover das Bein verschoben war und das im Regal nicht schön ausgeschaut hat. Und weil Wicked Vision eines der Labels ist, die sagen, nein, so etwas liefern wir an unsere Kunden nicht aus. Entschuldigung, da kriege ich immer Schnupfen. Ach, Verzeihung. Egal, weil sich Wicked Vision dazu entschieden hat, das nicht auszuliefern, musste hier neu produziert werden und der Release hat sich etwas verschoben. Angekündigt war dann der 22. Juli, im Endeffekt erschien das Ding ein bisschen früher. Anyways, jetzt sollte es ausgeliefert sein und deswegen freue ich mich sehr drauf, euch heute in der aktuellen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check die deutsche HD Blu-ray Premiere des großartigen Graf Zaroff näher vorzustellen. Ach ja, und bevor ich vergesse, bei dem Namen Zaroff hätte ich natürlich auch ganze Review mit dieser Stimme machen können. Also seid vielleicht doch noch ein bisschen dankbar für den alternativen Opening Gag. Anyways, wir bekommen mit Graf Zaroff von Wicked Vision diesmal eine Special Edition, die nicht in einem Mediabook erscheint, sondern in einem unter Anführungszeichen handelsüblichen Keepcase. Unter Anführungszeichen deswegen, weil es sich grundsätzlich um ein Scannable Keepcase handelt, das zum Beispiel die Criterion Collection in Amerika verwendet oder eben auch einige wirklich High-Class-Labels aus England. Das ist mehr oder weniger der Ferrari unter den Plastikhüllen und hat meiner Meinung nach auch wirklich etwas, was die normalen Plastikhüllen nicht haben. Alleine durch den Wegfall des Blu-ray-Banners oben, durch die größere Fläche, die den Cover-Art damit zur Verfügung stellt, ist das für eine unter Anführungszeichen Standardverpackung meiner Meinung nach schon wirklich schön anzusehen. Schön anzusehen ist meiner Meinung nach auch die perfekte Überleitung für das Cover-Artwork von diesem Film. Das zeigt nicht das original deutsche Kinoplakat, dafür allerdings ein wirklich wunderschönes gezeichnetes Motiv, das dem Original-Artwork des Films entspricht, von Anolis, damals übrigens auch mit Cover B schon als große Hardbox veröffentlicht wurde. Und da, wo oben Graf Zaroff steht, so wie man ihn in dem Film meistens sieht, nämlich rauchend, wobei, ganz ehrlich, er sollte die Zigarette vielleicht anders angreifen, weil sonst verbrennt er sich bald seine kleinen Fingerchen. Was ich an dieser Zeichnung absolut großartig finde, ist, dass teilweise unglaublich detailliert, teilweise aber auch sehr grob gezeichnet wurde und damit womöglich auch ein bisschen Charakterisierung schon von vornherein getroffen wird. Wir sehen nämlich Graf Zaroff deutlich größer als die beiden eigentlichen Hauptdarsteller und Hauptidentifikationsfiguren des Films. Dafür sind die unten kleiner, aber eben deutlicher und detaillierter gezeichnet. Der Zeichenstil entspricht meiner Meinung nach sehr schön dem, was man eben bei einem Kinoplakat aus dem Jahr 1932 erwarten würde, ist nicht besonders farbenfroh, was aber eben auch perfekt zu dem Film passt und was, finde ich, sehr, sehr schön konserviert wurde. Weil eines ist das Bild auf jeden Fall, nämlich scharf und knackig. Wie man das hier präserviert hat in den letzten Jahrzehnten, ist unglaublich. Das macht auf der Blu-ray auf jeden Fall eine fantastische Figur. Schauen wir jetzt einmal über den Spine, wo wir natürlich das Wicked Vision Logo und den Filmtitel lesen. Auf das Backcover
dass uns neben der Inhaltsangabe des Films und einem kleinen Bild natürlich auch die Cast and Crew Informationen und die Details zur Ausstattung liefert. Und das ist der nächste Punkt, wo diese Blu-ray absolut brilliert. Dr. Rolf Giesen hat für diesen Film jetzt nämlich mittlerweile sogar schon 2 Audiokommentare eingesprochen. Neben dem Originalkommentar aus dem Jahr 2006 hat er sich im Jahr 2019 für den Wicked Vision Release noch einmal mit Dr. Gerd Naumann vors Mikrofon gesetzt und einen zweiten Audiokommentar eingesprochen. Logisch, dass sich da die ein oder andere Information vielleicht wiederholt, aber trotzdem sind beide Kommentartracks wirklich informativ und wirklich interessant anzusehen. Außerdem gibt es noch eine Einleitung bzw. andere kurze Specials, die natürlich ebenfalls neu produziert wurden, so spricht Dr. Rolf Giesen auch in einem weiteren Special und in der Einleitung noch einmal kurz über den Film, beziehungsweise es gibt noch ein kurzes Special zu den Remakes des Films. Wenn wir jetzt einmal einen Blick in diese VÖ hineinwerfen, dann sehen wir gleich, bevor wir uns was anderes anschauen, noch einen kurzen ausgeschnittenen Sticker, der klebte wie außen auf der Verpackungsfolie, hatte eben das große FSK-Logo vorne drauf, beziehungsweise kurze Hinweise auf diesen Release, das habe ich mir natürlich gesichert. Schön ist, dass keine Seite des Covers eben das große FSK-Logo zeigt, weil wenn ich jetzt das Wendecover rausnehme, dann sehen wir eines, Graf Zaroff ist eine 100% English-friendly Edition. Das Wendecover bietet kein alternatives Motiv, sondern bietet dasselbe Cover-Artwork, das wir uns vorher schon angeschaut haben, nur mit dem englischen Originaltitel drauf und entspricht damit auch ziemlich exakt mit Ausnahme von weiteren Namenseinblendungen dem, was damals auf der großen Hardbox von Anolis zu sehen war. Dort war allerdings der Titelschrift zu gerade und hier ist er ein kleines bisschen schräg gesetzt. Gefällt mir hier auf dem Blu-ray-Cover aber auf jeden Fall sehr gut. Außerdem finden wir auch das komplette Backcover in englischer Sprache. Was eben für diese English-Friendly Edition wichtig zu wissen ist, ist, dass auch englische Untertitel vorliegen für diese Edition. Dass die Edition natürlich auch code-free ist und dass sogar das Bonusmaterial englisch untertitelt ist. By the way, I'll repeat this for our English viewing audience who, by the way, stuck around for 12 minutes for some inexplicable reason. This is an English-friendly edition that has subtitles even for the bonus features and, of course, the original English audio. Dann wieder zurück zum Deutschen. Wir können das Cover wieder hineingeben, je nachdem, welchen Titel ihr draußen haben wollt. Ich werde in diesem Fall eher beim deutschen Titel bleiben. Was ich euch jetzt zeige, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, nicht fixer Bestandteil dieser Veröffentlichung. Alle Leute, die im offiziellen Wicked Vision Shop bestellen, sind ja bereits gewohnt, dass sie exklusive Goodies bekommen. Das ist natürlich auch bei Graf Zaroff der Fall und so bekommen die ersten 100 Besteller von dieser Edition eine limitierte Postkarte mit dem Covermotiv von diesem Release, allerdings ohne Titelschriftzug und hinten dann eben individuell durchnummeriert auf die jeweils 100 Stück. Jetzt können wir einen Blick auf das Booklet werfen. Das wurde diesmal verfasst von, ich muss sagen, jemand mit einem wirklich unglaublich sympathischen Namen, Clemens G. Williges und umfasst 52 Seiten, wobei natürlich für diese English-Friendly Edition auch hier das Booklet sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache vorliegt. Der reine Text umfasst daher nur unter Anführungszeichen 26 Seiten, ist aber absolut hervorragend geschrieben und was mir bei dem Text ganz besonders gut gefallen hat, ist, wie er eben das damalige Studiosystem und die Geschichte von Hollywood mit den damaligen Major Labels und etwaigen Problemen und Behind-the-Scenes-Geschichten sehr, sehr gut aufarbeitet, sehr, sehr viele Informationen liefert und eben nicht einfach nur eine, sagen wir mal, ausgedehnte Inhaltsangabe ist, wie man es bei anderen Booklets vielleicht auch schon irgendwann einmal gelesen hat. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben, die Gestaltung grundsätzlich ist relativ schlicht gehalten, finde allerdings die Abwechslung von Text und Bild absolut hervorragend. Der Text ist leicht zu lesen, schön und gut ansehnlich formatiert und damit kann man meiner Meinung nach mehr als nur zufrieden sein. Pfff!
Vorher haben wir schon einmal gesagt, dass der Film mittlerweile 87 Jahre auf dem Buckel hat. Das heißt, ein weiterer Punkt, wo es womöglich etwas kompliziert sein könnte, damit zufrieden zu sein, ist die Bildqualität. Welchen Transfer serviert uns Wicked Vision bei Graf Zaroff? Deswegen möchte ich euch wie gewohnt im nächsten Segment von Playzockers Blu-Ray-Check einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt zeigen, weise wie gewohnt darauf hin, dass ich alle diese Bilder zwar selbst gemacht und weder irgendwie bearbeitet noch verfremdet habe, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bilder mehrmals komprimiert wurden und die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Trotzdem, finde ich, bekommen wir auch dieses Mal wieder einen sehr guten Einblick in diesen Transfer. Und ich möchte an dieser Stelle ganz am Anfang gleich darauf hinweisen, dass es sich um Standbilder handelt und viele Elemente, die wir jetzt sehen, dann im Verlauf des Films in der Bewegung weitaus weniger deutlich zur Geltung kommen, wie hier auf den Screenshots. So beispielsweise das Bildrauschen, wo man natürlich die Körnung des Filmmaterials hier auf den Screenshots sehr deutlich erkennen kann, was allerdings beim Ansehen des Films mich zumindest zu keiner Zeit auch nur ansatzweise gestört hat. Man sieht teilweise, dass Teile des Bildes etwas unscharf oder verzerrt sind, das hat natürlich mit den damals verwendeten Kameras und Linsen zu tun. Vereinzelte Einstellungen oder auch Szenen sind je nach der Umgebung, der Beleuchtung, der Bewegung und so weiter ebenfalls in der Qualität etwas abweichend. Teilweise kommen etwas dezente Verschmutzungen dazu, aber das ist alles, sind alles absolute Peanuts, wenn man dran denkt, wie alt der Film in Wirklichkeit ist. Ja, man muss diese Mankos auflisten, aber im Endeffekt ist die Bildqualität von Graf Zaroff absolut hervorragend. Was Wicked Vision verwendet hat, ist ein brandneuer 2K-Scan vom Original 35mm Negativ des Films und das merkt man, finde ich, auch. Die grundlegende Schärfe ist, finde ich, absolut fantastisch. Das Bild bietet durch seinen guten Kontrast einen sehr schönen Tiefenwert teilweise. Vor allem eben in den natürlichen, gut beleuchteten Szenen kommt das sehr gut zur Geltung. Szenen im Wald weichen vielleicht geringfügig davon ab, aber wie gesagt, es ist ein unglaublich alter Film und dafür kann man einfach nur sagen, dass die hier gebotene Leistung in Sachen Bildqualität absolut unglaublich ist. Dasselbe möchte ich an der Stelle übrigens auch für den Ton sagen. Die deutsche Synchro kommt, wie bereits erwähnt, aus dem Jahr 1976. Die Stimmen klingen absolut hervorragend. Der Ton wurde gut restauriert und aufbereitet. Das dezente Hintergrundrauschen stört zu keiner Zeit und der Ton wirkt absolut gut verständlich. Ist aber trotzdem noch im Schatten des englischen Originaltons, der nämlich wirklich fantastisch klingt. Für einen Film aus den 30er Jahren glaube ich, dass ich noch niemals einen derartig sauberen, derartig rauscharmen, derartig klaren und natürlichen Ton gehört habe. Wer hier an der Restauration beteiligt war, sei es jetzt Bild oder sei es jetzt Ton, hat absolut grandiose Arbeit geleistet. Und das ist, finde ich, die perfekte Überleitung zum Schlusswort von diesem Review. Die deutsche Blu-ray-Premiere von Graf Zaroff ist eine unglaublich hervorragende Veröffentlichung. Limitiert auf nur 1000 Stück und 100% English-friendly, so all the specials, disc menu, feature film, booklet and case are also in English and this release is code free. Keine Ahnung, was das bringen soll, zwischendurch 3-4 englische Sätze einzubauen. Aber egal, es ist eine komplette English-friendly Edition, aber das wird den meisten von euch womöglich eher egal sein. Euch geht es darum, dass die Bildqualität passt, dass die Tonqualität passt, dass es umfangreiches Bonusmaterial gibt und da check, check, check. Außerdem hat Wicked Vision, obwohl diese Veröffentlichung nur in einem Keepcase und in einer Plastikhülle erscheint, eine absolut umfangreiche Special Edition veröffentlicht. Mit dem Film auf DVD und Blu-ray, mit einem umfangreichen und unglaublich lesenswerten Booklet, mit hörenswerten Audiokommentaren und mit einer alles in allem unglaublich liebevollen Edition für einen Film, der es definitiv verdient hat, nicht nur aufgrund seiner filmhistorischen Bedeutung im Hinblick auf Filme wie Harte Ziele, sondern auch, weil er wirklich spannend inszeniert, wirklich gut gespielt und auch heute, fast 90 Jahre nach seinem Entstehen, immer noch sehenswert ist. Kaufempfehlung hoch 1000.